Das ist ja richtig klasse. Da klappt es bei der einen nicht so richtig, da springt die andere ein. Ich habe noch nie so ein glückliches Gesicht nach Ende der Stufenbahnübung gesehen. Glückwunsch zu Bronze. Kleiner Kommentar zu der Übung. War die so geplant? Lief das alles rund? Erstmal vielen Dank. Also die Übung lief soweit ganz gut. Ich habe den vollen Ausgangswert geturnt, habe alles versucht zu riskieren, was zu riskieren gab, und ja, hat ja geklappt. Kim, was bist du für ein Typ? Macht dich sowas wie hier in der Max-Schmeling-Halle zuschauermäßig, macht dich das an? Macht dich das nervös? Zittert man da mehr oder ist das fast wie ein Leistungsfaktor zusätzlich? Nee, also es war toll, dass das Publikum da war, dass es mitgegangen ist und dass so viele Leute da waren, die einen gekannt haben und die einen angefeuert haben. Das war auf jeden Fall total toll. Ich meine, die Twaddle ist da, auch Elisabeth war da. Bist du hier in diesen Wettkampf gegangen? Ich will hier eine Medaille. Nee, ich bin hier reingegangen und gesagt habe, ich möchte für mich eine optimale, super gute Übung turnen, damit ich am Ende zufrieden bin und alles andere kommt, so wie es kommen soll. Irgendwann hast du mal ins Mikro gesagt, einer deiner ersten Wettkämpfe war so um das Jahr 2004 herum. Aber hier im Jahr 2011 turnt eine Kim Bui, ich sag mal, so richtig abgeklärt, ruhig. Merkst du, dass du eine Turnerin mit Erfahrung bist oder flattert es manchmal innerlich doch ein bisschen? Es flattert immer noch, aber nicht ganz so schlimm wie, sage ich jetzt, 2004 zu meiner ersten JEM oder 2005 zu meiner ersten WM. Es ist schon, also es ist eine gewisse innerliche Ruhe eingekehrt, aber trotzdem ist man noch aufgeregt und nervös. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit einer WM. Die Belastung dort ist viel größer. Hier im Prinzip Konzentration auf ein Gerät. Aber was jetzt kommt, wird nochmal ein richtiges Stück Arbeit, ja, von diesem Frühjahr bis zu diesem Herbst. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die anderen Geräte, da bin ich schon auch die ganze Zeit im Training. Ist jetzt nicht so, dass ich hier auch ins Training gegangen bin, hier in Berlin und nur Bachen trainiert habe. Ich habe die anderen Geräte auch trainiert. Allerdings, wie gesagt, natürlich nicht mit so einer hohen Belastung und auch keine Übungen. Und auf jeden Fall, also mit Hinblick auf die WM, ist auf jeden Fall für mich noch ein Stückchen Arbeit an den anderen Geräten. Ich habe von irgendjemandem gehört, ihr wollt unbedingt darum kämpfen, dass ihr ordentliche Weihnachtsferien habt. Genau, ja. Also wenn wir unter die besten 8 kommen, dann müssen wir, wie gesagt, nicht die zweite Quali turnen im Januar. Ja, also wäre schön, wenn wir 8er werden, weil dann ist dann halt im Dezember, geht es dann auch ein bisschen ruhiger zu. Und nach diesem Erfolg hier und heute in Berlin ein erfolgreiches Jahr 2011 mit Blick auf London. Alles Gute. Vielen Dank.